Willkommen auf meinem Kanal, Matthias mein Name. In diesem Video besprechen wir neun Stärken über Steinbock, die auf etwas basieren, die nicht einfach so frei erfunden sind, sondern die wirklich stimmen. Und das wirst du auch sehen, weil bei diesem Kanal machen wir alles auf die richtige Art und labern nicht drumherum, sondern wir gehen auf die Basis. Das geht übrigens nicht nur auf dein Sternzeichen, auf dein Sonnenzeichen, sondern auf deinen Mond, auf deinen Merkur, auf deinen Venus, du weißt Bescheid, ne? Wenn du Steinbock-Energien hast, gilt das für dich. Bloß dann nur, zum Beispiel, wenn du Sonne-Steinbock hast, dann wirst du so agieren. Wenn du Mond-Steinbock hast, dann wirst du so fühlen und so reagieren, zum Beispiel. Es kommt dann immer auf den Planeten an, wie du diese Steinbock-Energien nutzen wirst. Oder genau, wo sie halt, wie sie dich betreffen. Erste Stärke ist, Steinbock ist von Saturn regiert. Das heißt, automatisch haben Steinböcke den Zugriff auf die Energie von Saturn, Realität, Karriere, Strukturen, Systeme, strukturiert denken, realistisch denken und so weiter. Das heißt, wenn Steinböcke von Saturn regiert werden, wissen sie, wie man eine Struktur hat im Leben, wie man ein System verfolgt, wie man einen Plan verfolgt, vielleicht eine Routine verfolgt, wie man von Punkt A zu Punkt B kommt. Dafür steht Saturn. Okay? Saturn steht für diese Realität, wie wir hier auch in dieser Realität umgehen, wie wir diese Realität ansehen auch. Das heißt, auch unsere Realitätsansicht in jeglicher Form. Ne? Wie gehen wir mit den Grenzen auch um vor allem? Und das heißt einfach, Steinböcke wissen, wie man Grenzen setzt. Steinböcke kriegen dadurch auch Respekt zum Beispiel. Weil wer Grenzen setzt, kriegt automatisch Respekt. Ne? Da weiß man, ey, der weiß, wo er steht. Der meint es ernst sozusagen. Also die können auch ernst sein, ernsthaft. Okay? Also die wissen, die nehmen ihr Leben auch dadurch ernster. Und dadurch können sie auch wahrscheinlich mehr erreichen, in der Materie vor allem, als andere. Die haben automatisch immer die Fähigkeit, etwas aufzubauen. Das bringt sie auf den Punkt bei Steinböcken. Sie wissen, wie man etwas baut, okay? Sie wissen, wie man wirklich, weil sie sind kardinal noch dazu kommen wir auch noch. Das heißt, sie initiieren immer saturnische Sachen sozusagen, realistische Energien in jeglicher Form. Also sie initiieren immer irgendetwas in dem Bereich von Saturn, in der Realität. Okay, das heißt, sie wollen ein System erschaffen, sie wollen einer Struktur nachgehen und sie haben auch ein extremes Verständnis davon, weil sie sind auch Erde, das heißt, sie nehmen diese Saturn-Energie nach innen. Okay, sie sehen sie im Äußeren und sie nehmen sie nach innen, das heißt, sie können sie mehr verstehen, verinnerlichen in jeglicher Form. Das Äußere können sie dadurch verinnerlichen, das kommen wir auch noch. Aber wer hier Zugriff auf Saturn hat, auf die Energien von Saturn, ist auf jeden Fall realistisch, ist auf jeden Fall in jeglicher Form praktisch orientiert in jeglicher Form, dass sie wirklich ein Fundament sich aufbauen wollen, dass sie auch irgendwo eine gewisse Ernsthaftigkeit haben und eine Disziplin im Leben und in ihrer Energie ist eine Disziplin. Ja, sie sind einfach nicht unbedingt in Gefühlen verloren oder in Sachen, die gar keinen Sinn machen, sondern sie wissen, was Sinn macht und dem wollen sie nachgehen. Zweite Stärke ist, Mars ist erhöht. Das heißt, in jeglicher Form haben sie Zugriff, erhöht sogar überhöht Zugriff sozusagen, Entschuldigung, auf die Energie von Mars. Das heißt Leidenschaft, Antrieb, Motivation, Verlangen, alles, was so wirklich vom Wurzelchakra hochkommt, was wirklich deinen Antrieb darstellt. Also es kann sehr tief gehen. Wer auch ein hohes, also sie haben automatisch hohe Verlangen dadurch. Das heißt, sie haben hohe Ziele, höhere Ziele als viele andere. Sie haben auch ein Ziel und sie können danach gehen auch, weil sie dadurch auch ein, ne, sie fokussieren sich mehr auf ihre Verlangen. Wo Mars erhöht ist, ist auch ein gewisses Ego sozusagen, dass man seine Ziele verfolgen will. Aber das ist auch was Gutes, das ist eine immense Stärke. Vor allem bei Steinbock kann man am meisten lernen, zu sich selber wirklich zu halten, zu seinen Zielen und zu seinen Verlangen zu halten und danach wirklich zu gehen mit Motivation, mit Antrieb, mit Power. Und das kann man von denen lernen. Die haben dadurch mehr Power als manch andere wahrscheinlich, mehr Durchsetzungskraft als andere, mehr Motivation, die auch nicht unbedingt vom Äußeren kommen muss. Ja, das heißt, sie können auch dadurch auch andere motivieren im schlimmsten Fall sozusagen. Sie können andere pushen, sie können auch vielleicht andere mal in den Hintern treten, was auch immer das bedeuten mag. Sie können auf jeden Fall durchsetzungsfähig sein dadurch, mit dieser Mars-Energie. Und sie haben wirklich einfach diese innere Power, die haben einfach diesen inneren Verlangen, diese innere Motivation, nach ihren Zielen zu gehen. Und das ist eine extreme Stärke, was man von euch lernen kann, dass man nicht immer auch nur, guck mal, ihr seid so
Ihr seid eine gute Balance. Und zwar, ihr habt diese Mars ist so ein bisschen Feuer, ein bisschen so eher gefühlvoll. Okay, aber dann seid ihr Erde. Das heißt, ihr habt diese immensen Verlangen, die auch nicht unbedingt jeder kennt und die eher realistisch sind und materiell orientiert meistens, beziehungsweise ihr wollt irgendwie irgendwas aufbauen. Es kann auch, viele Steinböcke sind zum Beispiel Bodybuilder oder so in diesem Bereich, eher so ein bisschen auch körperlich, muss man sagen. Aber auch nicht unbedingt. Es kann auch, ne, wenn ihr zum Beispiel Steinbock im 9. Haus habt, dann wollt ihr vielleicht irgendwas Spirituelles aufbauen. Das heißt, es kommt auch noch auf die Häuser an und so weiter. Aber ihr habt diese immensen Verlangen und ihr könnt diese immensen Verlangen wirklich auf eine realistische Art und Weise angehen und in diese Welt umsetzen. Was man wirklich von euch lernen kann. Das heißt, Nummer 1, Stärke Nummer 1 mit Saturn und Stärke Nummer 2 bilden sogar nochmal eine weitere Stärke theoretisch. Ja, wenn man die kombiniert. Oder die beiden können so eine Stärke an sich sein. Also so wie ihr seid zum Beispiel. Also generell, das ist einfach so wie ihr seid und das ist eine Stärke an sich so. Jeder hat irgendwas was man von dem lernen kann, in jeglicher Form. Genau, dazu, was mir noch einfällt, ist, ihr haltet wirklich zu euch selber dadurch. Also ihr seid auch unabhängiger dadurch und entschlossener dadurch. Ne? Das, also unter dem Aspekt von Mars, zweite Stärke jetzt hier, fallen nochmal viele Unterbegriffe, die man nennen könnte. Aber alleine, man könnte viele Eigenschaften nennen über euch. Ihr könnt entschlossen sein, ihr seid unabhängig, ihr seid durchsetzungskräftig und so weiter. Tausend Sachen, aber am Ende des Tages kommt es darauf an, okay, ihr habt überhöhte Mars-Energie manchmal. Ihr könnt das damit manchmal übertreiben, also mit der Motivation, mit der Passion, mit, weißt du? Auch dadurch seid ihr auch fähig, an euch selber mehr zu denken als an andere. Und dadurch werdet ihr auch nicht ausgenutzt. Ist auch eine Stärke, was man wirklich von euch lernen kann. Nicht ausgenutzt zu werden, sondern die Dinge selber zu nutzen für sich. Und das kann man am meisten von euch sogar lernen. Weil ihr seid Mars, das heißt überhöhtes Ego auch, kann man zum Teil sagen. Und weil Ego ist so, beziehe ich jetzt auf den Verlangen, auf das Verlangen, auf die Verlangen, die ihr haben könnt. Und was nicht schlecht ist, ne? Ego muss nicht nur schlecht sein, sondern es hat auch Vorteile. Und ihr habt diese Verlangen und ihr habt und ihr geht sie auf eine realistische Art und Weise an. Das heißt, ihr seid real über eure Ziele einfach. Es ist so, ne? Es ist krass. Okay, nächste Stärke. Drittens, der Mond fällt in eurem Zeichen, weil der Mond regiert eure Opposition Krebs. Das heißt, Mond steht für Emotionen, für Reaktion, für Fürsorge, für Mutter, für sich verbinden, ja? Transparenz in jeglicher Form, Familie und so weiter, Verbundenheit, weil das basiert auf den Emotionen. Und was heißt das für euch? Ihr seid nicht unbedingt verloren in Emotionen. Ihr seid nicht unbedingt verloren darin, jedem es recht zu machen, euch mit jedem zu verbinden auf eine emotionale Art. Okay? Wenn ihr euch mit jemandem verbindet, dann ist es eher auf eine ernste, beziehungsweise auch ja, gefühlvolle Art natürlich auch, weil ihr habt trotzdem so immer wie soll ich das ausdrücken? Auch diese Passion irgendwie. Also ne, Mars ist auch gefühlvoll irgendwie. Also auch wenn ihr Erde seid, kommt da trotzdem durch Mars noch ein bisschen so Passion einfach dazu. Aber trotzdem diese innere, diese tiefere Emotion, die fehlt euch dadurch. Aber es ist noch eine Stärke. Das heißt, ihr macht es nicht jedem recht, wie gesagt. Ihr wollt euch nicht mit jedem emotional verbinden und dadurch auch eure Verletzlichkeit zeigen und dadurch angreifbar sein. Ihr seid dadurch nicht wirklich angreifbar, weil ihr nicht so viel Preis gibt auch unbedingt. Beziehungsweise, auch nicht unbedingt etwas Inneres habt, woran ihr so festhält auch zum Teil manchmal. Da würde ich unterscheiden, weil ihr seid trotzdem Erde, das heißt, ihr könnt trotzdem introvertierter sein manchmal, aber trotzdem nicht so wie Wasser an sich, nicht so wie Wasser, die Emotion. Also im Prinzip heißt das, ihr kümmert euch auch mehr um euch selber in jeglicher Form. Das heißt, ihr seid, ihr reagiert nicht zu sehr auf andere in jeglicher Form, was dazu führen kann, dass ihr eher aktiver seid als passiver. Das ist auch eine Stärke. Weil Mond steht für Reaktion, wie gesagt. Und wer weniger die Mondenergie hat, reagiert auch weniger. Und ist dadurch auch nicht unbedingt fürsorglich. Ne? Ihr kümmert euch nicht um jeden. Das kann man von euch lernen. Dass man manchmal auf jeden sozusagen auch scheißen könnte, theoretisch. Weil man auf sich schaut, weil man sich selber wertschätzt in jeglicher Form. Weil man seine Ziele wertschätzt vor allem. Aber das ist die Energie dahinter. Aber irgendwas fehlt noch. Irgendwas will ich dazu noch sagen. Also es kommt wieder darauf zurück, dass ihr dann unabhängiger seid.
Weil wer weniger mit jedem unbedingt verbunden ist, der kann sich weniger abkapseln, der kann Dinge auch aus einer logischen Perspektive irgendwo betrachten, nicht in den Gefühlen verloren, nicht in den Emotionen verloren, nicht in Familienthemen auch zu sehr verloren. Oder, ganz wichtig, das wollte ich sagen, dass ich wusste, irgendwas fehlt mir, und zwar an eurem Komfort seid ihr nicht verloren. Das heißt, ihr zeigt uns auch wirklich, wie man aus der Komfortzone rausgeht, wie man nicht, wie gesagt, wer nicht in seinen Emotionen und Gefühlen verloren ist, der agiert mehr aus einer praktischen, logischen Energie heraus. Das heißt, ihr könnt dann auch Dinge mehr angreifen, mehr in neuere Situationen gehen, ohne dass ihr unbedingt auf eurem Komfort beharrt. Und auf eurer Komfortzone. Und dort auch stecken bleibt in jeglicher Form. Das heißt, das zeigt uns auch. Ja, ihr könnt dadurch auch, ihr seid offener zur Veränderung dadurch, auf jeden Fall. Ne? Und wie gesagt, unter diesen ganzen Stärken, die ich nenne, fallen nochmal 1000 andere Eigenschaften, die man nennen könnte, wenn man darüber nachdenkt mehr. Nächster Punkt. Viertens, Jupiter fällt in eurem Zeichen. Jupiter ist nämlich erhöht in Krebs. Jupiter steht für Bedeutung, Vorstellung auch zum Teil, Philosophien, Glaubenssysteme, Moral, Religion, Bildung, alles was so mit Expandieren zu tun hat, mit seinem Geist expandieren, mit Spiritualität. Das heißt, also für euch, ihr seid so gut wie 0% verloren in Spiritualität. Okay? Das heißt, also auf der positiven Seite heißt das für euch, ihr seid einfach real. Ihr guckt, ihr seht die Dinge so, wie sie sind manchmal. Okay? Ihr könnt manchmal den Leuten klar machen, ey Bro, das ist so, wie es ist. Da ist nicht eine wirklich weitere Bedeutung. Geh das jetzt an. Lass mal deine Gefühle beiseite oder deine Philosophien, was du darüber denkst. Sondern mach das mal. Geh das mal einfach an. Und das Positive ist dadurch auch, wenn eine Erfahrung passiert, gibt dir der nicht so viel Bedeutung. Das heißt auch zum Teil, seid ihr dann auch nicht so behaart, ne, wenn zum Beispiel eine negative Erfahrung passiert ist, könnt ihr besser damit manchmal umgehen, vielleicht. Beziehungsweise ich würde mich nicht darauf und ich würde es nicht unterschreiben. Aber wenn ihr versteht, wer weniger eine Bedeutung gibt, der ist dann nicht wirklich so in diesem Mindset, ey, das darf ich nicht machen. Das ist sozusagen schlecht. Der hat nicht unbedingt einen Glauben hinter einem oder eine Bedeutung hinter irgendeiner Sache und ist dadurch auch irgendwo offener zu Sachen, wo andere nicht offen wären. Weißt du? Was andere vielleicht als falsch auch ansehen zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Also der kann wirklich die Dinge einfach mehr so sehen, wie sie dann auch wirklich realistisch sind. Auch wenn es eine wahre Realität gibt es nicht wirklich, aber ich verstehe, was ich meine. Dass ihr wirklich die Dinge logisch und praktisch betrachten könnt, ohne dass ihr denen Bedeutung gibt, dass ihr rumphilosophiert, sondern ihr zeigt uns, ey, bleib mal auf dem Punkt, sorg dafür, dass du das und das tust und sei leise, mach das, damit du von Punkt A zu Punkt B kommst und am Ende des Tages einen Boden unter deinen Füßen hast, worauf du stolz sein kannst in jeglicher Form. Und das zeigt ihr uns, das habt ihr die Energie dahinter, ohne dass ihr wirklich verloren geht in diese ganzen spirituellen Sachen, die ihr manchmal zeigt ihr uns, ey, das ist doch Bullshit, Mann, was laberst du, sei mal real jetzt, bleib mal auf dem Boden, lass das ganze, dieses ganze Spiel mal beiseite, verreiß nicht, flüchte nicht die ganze Zeit, lenk dich nicht die ganze Zeit ab. Das ist wirklich die Energie, weil Jupiter will immer neue Horizonten sehen, will immer expandieren, expandieren, expandieren und ganz viel erfahren, aber weil ihr nicht unbedingt immer so sehr in dieser Energie verloren seid, wollt ihr nicht unbedingt immer erfahren, um zu expandieren oder um die Bedeutung dahinter zu verstehen, sondern ihr macht einfach das, was nötig ist. Also Jupiter, das Jupiterfeld, da kommen auch nochmal viele Eigenschaften, die man sich noch ausdenken könnte, aber am Ende des Tages kommt es darauf zurück, ihr seid nicht so sehr verloren in Bedeutung, in Spiritualität, in Philosophien, in Glaubenssysteme, in Bildung, in Verreisen, sei es mental oder physisch. So, das war's. Jetzt kommen wir zum Element. Fünfter Punkt. Dazu gibt es auch zwei Sachen, die ich sagen will zum Element. Und zwar erstens generell die Energie, zweitens sozusagen die Zeitform dahinter. Also, ihr seid Element Erde, das heißt, ihr seid praktisch und bedacht in jeglicher Form. Das heißt, ihr denkt und ihr seid praktisch, weil, das basiert auch auf etwas, weil ihr seid Yang Yin. Das heißt, ihr nehmt das Äußere, den Verstand, nehmt ihr nach innen. Das macht euch zum Teil logisch. Und es macht euch dann praktisch, weil ihr das nach innen nehmt und mehr verstehen könnt, verinnerlichen könnt. Das heißt, ihr seid realistischer, ihr könnt diese Realität mehr verstehen, ihr seid mehr sinnvoller, ihr geht mehr mit sinnvoller um in jeglicher Form, was das auch mal bedeuten mag. Aber ich verstehe, was ich meine. Sinnvoll wird meistens als so, ja, das macht Sinn, macht das unbedingt, das ist praktisch und so weiter, das ist logisch, macht das. Das heißt, ihr seid in dieser Energie auf jeden Fall stark, ihr könnt gut denken und praktisch sein in jeglicher Form. Ihr macht es auf eine initiierende Art. Aber ihr als Erdezeichen, ihr zeigt uns wirklich, hey, sei nicht unbedingt nur so wie Luft, okay?
du kannst zwar logisch sein, Luftzeichen, ihr könnt zwar Luft, jetzt an den Luftzeichen, Luftzeichen, ihr könnt zwar logisch sein, okay? Ihr könnt viel kommunizieren, ihr könnt viel Information hier und da und da und da bewegen, aber am Ende des Tages muss uns diese Information noch irgendwas bringen. Und das zeigt dir den Luftzeichen. Hey, nimm mal diese ganze Logik, die du hast, und setz sie mal in etwas um, was uns helfen kann in der Gegenwart, okay? Was uns helfen kann, dass wir etwas aufbauen und dass es wirklich nicht nur bla 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 ist, sondern etwas, was auf dem Boden geblieben ist, was man auch nutzen kann für sich. Nutzen, Keyword. Dann, ihr zeigt zum Beispiel Feuerzeichen. Feuerzeichen sind Fühlen und Sehen. Das heißt, die sind immer komplett verloren in ihren Ansichten und Gefühle. Und ihr zeigt denen, ey, komm mal auf den Boden zurück. Wie willst du die Zukunft schon planen, beziehungsweise die planen sowieso nicht, aber wie willst du die Zukunft schon sozusagen sehen, ohne dass du jetzt dafür sorgst, dass deine Gegenwart stimmt in jeglicher Form. Ihr zeigt wirklich ein Feuerzeichen, sei nicht sowas verloren in deinen Ansichten und Gefühlen, weil die sind komplett unrealistisch und komplett unlogisch. Die bringen dir vielleicht gar nichts, sozusagen. Das zeigt dir denen manchmal. Diese Energie, so, das ist Erde einfach. Erde zeigt uns wirklich, komm mal auf den Boden zurück sozusagen. Und vor allem Steinbock ist dann ein bisschen mehr kommandierend in jeglicher Form. Ihr zeigt zum Beispiel Wasserzeichen noch mehr als Feuerzeichen ohnehin schon. Kommt mal wirklich aus euren Emotionen raus, die tiefer liegenden Gefühle in jeglicher Form. Kommt mal wirklich da raus und betrachtet die mal. Machen sie Sinn? Werden sie euch weiterbringen? Aber ihr könnt sogar Wasser mehr unterstützen in dieser Energie. Versteht ihr? Ihr guckt Feuerzeichen so an, Mann, ey, mach mal, hör mal auf jetzt damit sozusagen. So ein bisschen nicht so freundlich, ihr seid nicht so freundlich zu Feuerzeichen manchmal als zu Wasserzeichen, weil irgendwo Wasser und Erde, die unterstützen sich, weil Erde sorgt dafür, dass das Wasser fließt, Wasser braucht Erde, um auf etwas zu fließen, sozusagen. Also, das Glas wäre sozusagen, ne? Der Topf, der wäre sozusagen die Erde, sozusagen, wo das Wasser so fließen kann. Das heißt, Erde und Wasser unterstützen sich, so wie Feuer und Luft auch. Aber ihr zeigt Wasserzeichen wirklich, komm mal aus den Emotionen raus. Versuch mal wirklich kurz auch die Realität dir anzusehen. Weil sie sind immer nur Yin-Yin, das heißt komplett in ihren Gefühlen und Emotionen verloren und wollen diese nochmal verstehen. Aber ihr zeigt denen, hey, versteh mal die Realität auch. Versteh mal das Äußere, was um dich herum passiert. Nicht nur das, was du fühlst vom Äußeren, sondern das, was du auch wirklich siehst, das Logische. Versuch das mal zu verstehen, dann wirst du auch praktischer vorgehen können in jeglicher Form. Und das könnt ihr Wasserzeichen lehren. Und das heißt, eure Stärke ist es wirklich, auf den Mund gemacht, ihr könnt gut denken, ihr könnt gut praktisch vorgehen. Und jetzt kommen wir zu den Zeitformen. Ne? Luft ist immer verloren, komplett in allen Zeitformen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das heißt, die können zwar alles transportieren und so weiter, aber am Ende des Tages können sie von euch lernen, hey, entscheide dich mal kurz wirklich auf deine Gegenwart zu achten und diese zu verbessern. Ja, ihr zeigt, ihr gebt denen eine Entschlossenheit, dass sie auch diese ganze Information, wie gesagt, die sie haben, auch mal praktisch umzusetzen für die Gegenwart. Okay, das heißt, energetisch gesehen zeigt ihr Luftzeichen, guck mal auf dein Jetzt in jeglicher Form. Das zeigt dir allen Zeichen. Ihr zeigt Feuerzeichen, wie gesagt, hör auf, die Zukunft immer nur anzusehen und nur vorzustellen und das Potenzial zu sehen, weil das wird dir nichts bringen am Ende des Tages, wenn du auch nicht für deine Gegenwart gesorgt hast und jetzt hier in der Gegenwart dafür sorgst, dass du die richtigen Schritte, Schritte ausspielst, gehst in jeglicher Form. Ihr zeigt Wasserzeichen, die sollen nicht immer verloren sein in der Vergangenheit. Die sollen rauskommen aus der Vergangenheit und sehen, hey, was habe ich jetzt? Was mit der Vergangenheit abschließen, auflösen, akzeptieren und gucken, hey, was kann ich jetzt hier in diesem Moment vielleicht wertschätzen oder was kann ich jetzt hier in diesem Moment tun, damit ich besser bin als gestern. Heute, jetzt in diesem Moment besser bin als gestern. Das ist so die Energie generell, die uns auch zeigt, weil ihr Erde seid, automatisch. Aber jetzt kommen wir mal zur Modalität. Sechster Punkt ist, ihr seid Kardinal. Das heißt, kardinale Zeichen zeigen uns, also, ne, das heißt, ihr initiiert und kreiert als Erdezeichen, kardinales Erdezeichen bedeutet, ihr initiiert und kreiert immer neue Wege, wie man denkt und praktisch. Das ist eure Persönlichkeit und eure Stärken in einem Satz sozusagen zusammengefasst. Aber jetzt gehen wir mal genau auf eure Modalität kardinal ein. Und zwar, wer kardinal ist, initiiert und kreiert. Okay, das heißt, das ist eure Stärke. Ihr seid ein Erschaffergeist, ihr könnt mehr erschaffen, manchmal als fixierte oder veränderliche Zeichen. Das heißt, ihr zeigt fixierte Zeichen, hey, sei nicht so fixiert, lass mal locker und von deiner Idee, die du schon 1000 Jahre lang verfolgst, lass mal locker an der und kreier mal was Neues, das wird dir gut tun. Da musst du nicht immer so stur sein und immer nicht das Bedürfnis haben, irgendwas festzuhalten, sondern du kannst jetzt hier im Moment auch was Neues erschaffen. Das zeigt die fixierten Zeichen, wie Wassermann, Skorpion, Löwe oder Stier. Ihr zeigt veränderliche Zeichen, hey, sei nicht mehr so offen, sei nicht mehr zu offen, weil wer zu offen ist, kann sich gar nicht entscheiden, der guckt sich immer 1000 Sachen an, sondern hey, veränderliche Zeichen, Zwilling, Jungfrau, Fische, Schütze,
Entscheidet euch mal für eine Idee und setzt diese um. Ihr könnt sie erschaffen. Ihr könnt etwas erschaffen in eurem Leben. Das zeigt ihr automatisch, ihr kardinalen Zeichen. Und ihr zeigt uns vor allem, wie man etwas erschafft im praktischen Bereich, im praktischen Sinne, in der praktischen Energie, in einer logischen Energie, in jeglicher Form. Genau, das dazu. Das heißt, ihr zeigt uns wirklich, ihr seid die Pioniere. Ihr seid nicht stur dadurch. Ihr könnt immer neue Ideen erschaffen. Okay, ihr bringt Neues in die Welt dadurch, weil ihr kardinale Zeichen seid. Und es passt jetzt auch mit dem nächsten Punkt, und zwar siebtens. Eure Jahreszeit ist der Anfang vom Winter. Das heißt, ihr initiiert immer den Winter. Okay, Steinböcke. Ihr zeigt uns immer, wie man den Tod initiiert einer Sache. Das heißt, den Zerfall auch irgendwo, die Zerstörung einer Sache, die Transformation irgendwo einer Sache. Das heißt, ihr initiiert den Winter, ihr initiiert so die letzte Phase. Also was ich jetzt sage, muss man so ein bisschen einfach annehmen, einfach verinnerlichen, weil es kann man nicht wirklich erklären, es ist einfach eine Jahreszeit an sich. Das kannst du mal mehr fühlen. Weil Winter, wenn du den Winter anschaust, Winter ist eher die dunklere Zeit, okay, da wo wirklich Dinge schon tot sind, schon gefroren sind, gar kein Leben mehr in denen drin ist sozusagen. Es wurde schon alles sozusagen erfahren. Das heißt, bei euch hat man eine gewisse Reife dadurch, okay. Winter ist einfach ein bisschen reifer, haben schon so viele Erfahrungen durchlebt. Ihr seid jetzt das 10. Haus sozusagen, Steinbock. Das heißt, ihr seid die letzten 3 Zeichen. Ja, ihr seid die letzten, ihr habt vielleicht mehr Weisheit dadurch. Ihr habt vielleicht mehr Reife, wie gesagt, dadurch. Ihr könnt dadurch mehr ernster vorgehen in diesem Leben, in jeglicher Form. Wo zum Beispiel Frühlingszeichen oder Sommerzeichen manchmal noch zu naiv sind zum Beispiel. Das heißt, das sind auch Stärken, dass ihr hier Winterzeichen seid, weil ihr nicht zum Beispiel so naiv oder so kindlich seid, weil Frühlings- und Sommerzeichen haben noch nicht so viel erfahren sozusagen, um dann richtig vorzugehen. Aber ihr habt schon alles durchlebt und habt schon alles angeguckt, was die anderen gemacht haben, die ganzen anderen Zeichen sozusagen, und könnt jetzt besser vorgehen manchmal als die anderen. Okay, das heißt, ihr initiiert uns sozusagen, wie soll ich das erklären, diese Energie einfach dahinter. Initiiert jetzt nochmal neu, aber auf eine Art und Weise, die mehr reifer ist. Okay, ihr habt mehr erfahren einfach. Und ihr könnt auch generell mehr mit den dunkleren Seiten des Lebens umgehen und euch selber auch mehr beziehen mit der Umwelt, mit der Außenwelt. Weil 1 bis 6, Zeichen 1 bis 6 ist eher so mit sich selber. Okay, die erfahren gerade so über sich selber. Danach kommt die zweite Hälfte, 2 Beziehungen. 2 steht für Beziehungen. Das heißt, 7 bis 12 ist eher so, ihr bezieht euch selber so ein bisschen mehr mit der Umwelt, mit der Außenwelt. Das dazu. Dann, 8. Stärke ist, da habe ich 2 Sachen, und zwar erstmal euer Haus, 10. Haus, Status, Karriere, Arbeit, Realität in jeglicher Form, Business. Das heißt, in diesem Bereich, im 10. Haus seid ihr gut, okay? Ihr seid gut darin, ihr versteht, wie man sich einen Status erschafft, wie man sich eine materielle Ebene erschafft, auf der man stehen kann, wie man Strukturen und Systeme erschafft. Ihr versteht den Bereich des 10. Hauses, ihr versteht Karriere, Berufung, Realität, wie man mit der Materie umgeht, wie man wirklich, wie gesagt, sorgt, wie man von Punkt A zu Punkt B kommt, wie man auch irgendwo Kommando übernehmen kann, wie man einen Status initiieren kann in jeglicher Form. Also ihr beherrscht das 10. Haus. Ihr beherrscht es. Okay, das heißt, das sind eure Stärken. Ihr könntet sehr gut wissen, wie man dafür sorgt, dass man richtig angesehen wird. Ihr könnt mehr in dieser kompetenten Energie erarbeiten als andere in jeglicher Form. Ihr könnt mehr mit den ernsten Themen des Lebens auch dadurch umgehen. Also da fällt auch viel runter. Dann nochmal zum Wort. Ihr steht für das Wort, ich nutze. Okay, das heißt, ihr zeigt uns, wie man Dinge für sich nutzt. Ihr zeigt uns, wie man wirklich etwas für sich nutzt, damit man es für sich aufbaut, dass man auch etwas an den Boden hat, dass man nicht immer nur ausgenutzt wird, nicht immer nur in Gefühlen verloren ist und jedem im Arsch kriecht sozusagen, sondern ihr zeigt uns, wie man wirklich etwas für sich nutzt. Es können auch manchmal Leute sein, es kann alles sein in dieser Welt. Aber ihr zeigt uns, dass es auch mal wichtig ist, für sich selber zu denken, Maßerhöhung, das heißt, wie man Dinge wirklich für sich nutzt und dass alles irgendwo deine Bitch sein sollte. Dass du alles irgendwie in dieser Welt für dich nutzen darfst, dass du die Erlaubnis dafür hast, dass du der Boss sein darfst manchmal und der Boss auch irgendwo bist. Das ist die Energie hinter diesem Wort. Sorry für die Ausdrücke. Oder auch nicht sorry. 9. Stärke ist eure Farbe. Und zwar, ich stehe für die Farbe Silber, soweit ich mich nicht irre. Aber entweder Silber oder Grau. Ich glaube, Wassermann ist für Grau. Aber Silber und Grau ist sowieso ein bisschen ähnlich. Aber gehen wir mal auf Silber ein. Silber ist wirklich diese elegante Farbe, die außerhalb der Emotion ist. Weil Weiß, es ist nah zur Farbe Weiß. Das heißt, es ist eher unemotional, kann die Dinge betrachten aus einer klaren Sicht.
aber dann noch auf einer glänzenden Art in jeglicher Form. Silber, okay, es ist wertvoll. Ne? Alles, was hinter dieser Farbe und in diesem Wort auch zum Teil steckt, das repräsentiert ihr. Okay? Ihr beherrscht diese Farbe. Und dazu muss ich nicht viel sagen, ihr müsst es einfach fühlen. Wenn ihr euch selber anguckt, guckt, wie beeinflusst sich diese Farbe. Okay, sie hat irgendwie so einen sehr geschmeidigen Geschmack, geschmeidigen Stil, einen eleganten Stil in jeglicher Form. Es glänzt irgendwie, es hat irgendwie einen Status irgendwie so. In jeglicher Form, alles was so Silber darstellt, es schätzt sich selber irgendwie wert oder es scheint irgendwie zu glänzen. Das ist die Energie dahinter generell. Es gibt ein bisschen weniger Fick, wenn ich das mal sagen darf, irgendwo, weil so ist auch Steinbock. Das heißt, Silber repräsentiert euch wirklich auf jeden Fall, liebe Steinböcke. Und das war es auch schon. Das waren die 9 Stärken. 9 habe ich genommen, die Nummer 9, weil sie eine schöne Vollendung ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.